Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich hatte Sie begrüßt im Gottesdienst und davon gesprochen, dass dieser besondere Gottesdienst am 4. Adventssonntag, der gleichzeitig der Heiligabendstag ist, ja immer noch geprägt ist vom Advent, aber dass das Licht des Heilandes Jesus schon hineinleuchtet in diesen Gottesdienst. Und so ist es auch bei diesem Text, den ich jetzt als Predigtext mitgebracht habe. Zum einen ist das natürlich ein Weihnachtstext. Da geht es um die Weisen, die da in den Stall kommen, Jesus anbeten. Aber dieser Text geht ja schon lange, lange vorher los, eben als die Weisen den Stern sehen im Morgenland und sich auf den Weg machen. Ich habe gedacht, das passt sehr gut für diesen Sonntag. So vom Typus her passt das in diese Zeit hinein, die das eine noch ist und das andere wird noch. Und so wollen wir hören als Predigtext Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem, in Judäa, denn so steht's geschrieben durch den Propheten: Und du Bethlehem im judäischen Lande bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Judäa, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese Verse aus dem Matthäus-Evangelium, die du uns jetzt schenkst in diesem Gottesdienst als Predigtext. Wir wollen dich bitten für die Predigt, dass du zu uns sprichst aus dieser Predigt. Wir wollen dich bitten, dass du uns die Bedeutung dieser Verse öffnest für unser Leben und unseren Glauben. Und dieses Wunder, dass wir deine Stimme vernehmen, Herr, das wird nur dann geschehen, wenn du uns selber Segen schenkst für diese Predigt. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, alle miteinander, segne du selber, Herr, reden und hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, von den Weisen, von denen hier die Rede ist, wissen wir in Wirklichkeit nicht viel. Wir wissen gar nicht, wie viel es gewesen sind. Wenn Sie zu Hause eine Krippe stehen haben, vermute ich, dass da drei Könige stehen. Aber das wissen wir gar nicht mit Sicherheit. Das ist nur abgeleitet worden, eben aus den Geschenken, die die Weisen bringen halt, Gold, Weihrauch, Myrrhe. Es gibt Traditionen, wo von vier Königen erzählt wird. Es gibt Traditionen im Syrischen, da wird gar von 12 Weisen geredet, die kommen. Also wir kennen die Zahl nicht genau, wie viele Könige, wie viele Weise es waren. Wir wissen nicht mal genau, wo sie herkommen. Morgenland, das ist ein weiter Begriff. Waren es Meder? Waren es Babylonier? Waren es Skythen? Wir wissen es nicht. Auch der Stern, dem sie gefolgt sind, war das jetzt ein Stern, den Gott extra gesandt hatte? War es eine besondere Sternenkonstellation, die unser Herr und Heiland gegeben hat? War es vielleicht eine Supernova oder ein Komet? Da gibt es wilde Spekulationen bei den Theologen. Mit Sicherheit sagen kann es keiner. Auch was diese Weisen, die Könige, die Magier waren, wissen wir auch nicht so genau.
Urtext steht da Magoi. Das kann so ziemlich alles sein. Man hat da alles reininterpretiert, angefangen bei irgendwelchen Zauberern, irgendwelchen Mitgliedern irgendeiner Priesterkaste, irgendwelche königlichen Menschen, weise gebildete Menschen, auch das wissen wir nicht genau. Und auch die Namen, die von manchen da so postuliert werden, Kaspar, Melchior, Balthasar, auch das ist eine Tradition, die erst hunderte von Jahren später kam. Es gibt andere Traditionen, beispielsweise in Äthiopien, da heißen sie Tani Suram, Mika, Sisisba und manchmal sind auch mehr Namen, die benannt werden. Wir wissen es nicht und schon gar nicht wissen wir, welche Hautfarbe sie gehabt haben oder nicht gehabt haben. Also da ist ganz vieles, was wir nicht wissen, was wir nicht belastbar sagen können. Aber eins, das können wir. Wir können von diesen Weisen lernen. Lernen, was Glauben heißt. Und das wollen wir tun in dieser Predigt. Wir wollen an den Weisen den Glauben lernen. Und ich habe 5 Punkte mitgebracht, die exemplarisch sind. Und ich denke, deshalb hat Gott diese Geschichte auch so deutlich den Matthäus erzählen lassen, dass wir wirklich lernen können, was Glauben bedeutet an den lebendigen Gott, an Jesus Christus. 5 Punkte. Erstens, wir wollen lernen an den Weisen das Nachgehen der Botschaft. Zweitens, die Freude an Jesus. Drittens, die Anbetung Jesu. Viertens, den persönlichen Einsatz für Jesus. Und fünftens, den Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Das Erste, was wir lernen wollen an den Weisen, das Nachgehen der Botschaft. Wir wissen wiederum nicht genau, wie sie Kunde bekommen haben von dem König der Juden, der geboren werden sollte. Ob sie Jesaja gelesen haben, welche Text es war, oder ob Gott ihnen eine besondere Offenbarung gegeben hat. In diesem Text wird ja auch deutlich, dass Gott nochmal ganz deutlich zu ihnen spricht. Wir wissen es nicht. Aber als der Stern kommt im Morgenland, als der aufgeht, da wissen sie, das ist das Zeichen, auf das wir gewartet haben. Der neugeborene König ist da und zu dem müssen wir hin. Die hätten auch sitzen bleiben können, wo immer das gewesen ist im Morgenland und hätten dann diskutieren und debattieren können, wie das alles zu deuten ist. Das tun die nicht. Die Weisen gehen der Verkündigung, die über den Stern zu ihnen gekommen ist, nochmal, wir wissen nicht genau, wie das gewesen ist, sie gehen dieser Verkündigung nach. Sie überprüfen die, sie richten ihr Leben danach aus, das bestimmt sie. Und das ist etwas, was wir in der Weihnachtsgeschichte, und nicht in der Weihnachtsgeschichte, in der ganzen Bibel immer wieder finden, dass die Männer und Frauen Gottes, die angesprochen sind von Gott, hingehen und es überprüfen. Wenn wir heute Abend im Gottesdienst die Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2 lesen und hören werden, da sagen dann die Hirten, nachdem sie die Verkündigung des Engels gehört haben, lasst uns nach Bethlehem gehen und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, wie uns der Herr es kundgetan hat. Die lassen ihre Schafe zurück und gehen der Botschaft nach. Und das meint wirklicher Glaube. Der Botschaft nachzugehen. Nachzugehen, was das bedeutet, was Gott mir sagt. Was er mir ganz persönlich sagt. In der Weihnachtsgeschichte kriegen sowohl die Weisen wie die Hirten ganz speziell etwas gesagt. Und dem gehen die nach. Und Gott sei Dank ist das heute auch noch so. Wenn man die bibeltreue Predigt hört oder wenn man selber in der Heiligen Schrift liest, wird man immer wieder erleben, dass Gott einen ganz persönlich anspricht in seiner Situation über das Wort, über die Verkündigung durch den Heiligen Geist. Und dann ist es an uns, dieser Botschaft nachzugehen und es nicht dabei bewenden zu lassen, dass ich irgendetwas intellektuell gefasst habe, dass ich es gehört habe. Nein, ich muss dem nachgehen. Dieses Nachgehen habe ich versucht, Ihnen mal in 3 Punkten zu erläutern. Das erste im Nachgehen ist die Beschäftigung. Das heißt, wenn ich ein Wort Gottes bekommen habe, sei es in der Bibel lese, in einer Andacht oder im Gottesdienst, wo klar und bibeltreu verkündigt wird, dann soll ich mich damit beschäftigen. Wenn der lebendige Gott mich anspricht, dann soll ich dem nachgehen, darüber nachdenken. Da, wo ich herkomme, aus dem Siegerland, im Pietismus, war es so, dass die alten Brüder uns immer wieder sagten, nach der Stunde oder nach dem Gottesdienst, geht ihr schweigend nach Hause. Schwatzgeist vertreibt Heiligen Geist. Das war immer so ein Wort. Schwatzgeist vertreibt Heiligen Geist. Ist auch klar, wenn der lebendige Gott mich im Gottesdienst angesprochen hat, und das nächste ist dann direkt wieder das Quasseln mit meinem Kumpel darüber, wie die Fußballergebnisse gewesen sind am letzten Samstag halt. Also da wissen wir, da stimmt irgendwas nicht. Man muss dem nachgehen, sich damit beschäftigen.
Man muss es, und das ist das Zweite, vertiefen. Ich schreibe hier nicht umsonst immer wieder Hausaufgaben auf die Zettel hinauf. Das nicht deshalb, weil ich da irgendwie so eine besondere Marotte hätte, sondern ich möchte Sie dazu anleiten, es zu vertiefen, worum es im Gottesdienst gewesen ist. Die Texte haben immer etwas zu tun mit den Dingen, die verkündigt worden sind, damit sie tiefer hineinkommen. Und auch mit dem, worum es heute geht, das können Sie vertiefen, wenn Sie in der Bibel lesen. 4. Mose 24, lesen wir was vom Stern, der schon verheißen ist, der aufgehen wird. Oder Jesaja 60, Hohelied 3, die Geschenke, die gebracht werden von den Weisen, von den Königen, was alles schon abgekündigt wird. Vertiefen Sie das ist wichtig. Nicht nur sagen, ja, war ein netter Gottesdienst oder war nicht so gut, Pastor Latzel war in Form, hat wieder viel geschimpft oder heute hat er einen schlechten Tag gehabt, sondern vertiefen Sie das, was Sie gehört und verstanden haben. Und dann kommt das Dritte, also beschäftigen, vertiefen, umsetzen. Setzen Sie das um, was Sie verstanden haben. Machen Sie sich auf den Weg. Wenn Sie etwas in der Bibel lese, verstanden haben für Ihr Leben, dass Gott gesagt hat, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Oder wenn er gesagt hat, tu diese Sünde nicht mehr. Oder wenn er gesagt hat, söhn dich mit dem und dem aus. Dann setzt das um, wenn der lebendige Gott dich anspricht. Genauso wie die Weisen hier. Das können wir von ihnen lernen, vom Glauben. Die haben sich auf den Weg gemacht, das war ihr Auftrag. Die sind nicht zu Hause geblieben, sondern sind gegangen. Wir werden gleich noch dazu kommen, dass das kein Kindergeburtstag gewesen ist, was die auf sich genommen haben. Aber Gott hat sie angesprochen und dann sind sie der Botschaft nachgegangen. Und das ist das Erste, was wir von den Weisen lernen wollen. Wenn wir angesprochen werden, wenn wir das Wort Gottes vernehmen für unser Leben, für unseren Glauben, dann wollen wir die Herzen nicht verstocken, sondern dem auch nachgehen und das auch tun. Ein Zweites, was wir an den Weisen lernen dürfen über den Glauben, ist die Freude an Jesus. Kernpunkt unseres Glaubens ist die Freude an Jesus Christus. Das ist der Zentralinhalt des Glaubens. Wer mit Jesus in Kontakt kommt, der hat Freude. Keine irdische Freude, wie man Freude hat über einen neuen BMW, den man sich kauft, oder über eine Halskette, die der Mann einem zu Weihnachten schenkt, oder irgendwelche Dinge, die dann immer nur vergänglich sind. Die weltliche Freude, die hält für einen kleinen Moment und dann ist sie vergangen. Hier ist die himmlische Freude gemeint, eine Freude, die alles übersteigt, was wir uns vorstellen können. Die Freude an Jesus, die haben diese Weisen auch. Da heißt es hier im Text, als sie den Stern sagen, da wurden sie hoch erfreut. Das ist so wunderbar, nicht nur ein bisschen fröhlich, hoch erfreut. Jetzt haben sie es gepackt. Jawohl, jetzt sind sie bei Jesus, dem König aller Könige, hoch erfreut. Wenn Sie die Advents- und Weihnachtsgeschichten kennen, dann wissen Sie, dass dieses Thema sich durchzieht, durch alle Geschichten, immer wieder Thema der Freude. Wo die Leute Kontakt haben mit dem lebendigen Jesus Christus, mit dem lebendigen Gott, da ist Freude. Eines der schönsten Motive ist das, wo dann Maria, wir haben eben die Verkündigung gehört, wie sie gesagt bekommt, dass sie den Sohn Gottes gebären wird, wie sie dann zu Elisabeth geht. Und die Elisabeth ist schon schwanger und dann heißt es in der Schrift, da ist die schwangere Elisabeth und als Johannes der Täufer, dieser besondere Mensch, merkt, dass da Maria mit Jesus kommt, da fängt der Täufer an, im Bauch seiner Mutter vor Freude zu tanzen. Ja? Dieser ungeborene Mensch, dieser Fötus da, dieser Kleinkind, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, der tanzt im Bauch seiner Mutter vor Freude, weil Jesus da ist. Darum geht es im Glauben. Als der Engel über dem Stall dann in Bethlehem ist, wenn wir heute Abend wieder hören, halt nicht, ich verkündige euch große Freude, weil nämlich Jesus da ist. Simon, später, als er dann das kleine Kind in Händen hält, nicht, da ist er voller Glück und Lob Gott, auch voller Freude, immer wieder dieses Freudenmotiv und nicht nur in den Weihnachts-Adventsgeschichten. Immer wieder, wenn Menschen Jesus begegnen, werden sie von Freude erfüllt. Zu Ostern, zu Pfingsten, bei der Himmelfahrt, immer wieder ist alles mit Freude, alles hat mit Freude zu tun. Der Heilige Geist, der Freude schenkt halt, immer wieder die Freude an Jesus. Das gehört zu unserem Glauben dazu. Auch das wieder keine Erkenntnis von mir neu. Wenn Sie Advents- und Weihnachtslieder kennen, das sind alles so Freudenlieder. Nicht? Wir haben heute schon gesungen, freue dich Welt, dann Tochter Zion, freue dich, singet fröhlich im Advent. Auch die Weihnachtslieder, o du Fröhliche oder o freudenreicher Tag, nun singet und seid froh, große Freude, große Freude. All diese Lieder kündern von der Freude und der Fröhlichkeit. Im Glauben geht es zuallererst über Freude über Jesus Christus. Im Glauben geht es auch um Nachfolge, Leid ertragen in dieser Welt. Das heißt auch alles richtig, aber das ist alles nachgeordnet. Das Wichtigste im Glauben ist die Freude an Jesus Christus. Paulus schreibt mal, als er mit den Korinthern so richtig abrechnet hat über sein Apostelamt, dass er und Timotheus Gehilfen zur Freude seien.
nicht Maßregler des Glaubens, Gehilfen zur Freude. Das ist das, was auch ein Pastor sein muss, Gehilfen zur Freude. Und jetzt möchte ich euch fragen, wie sieht es mit eurer Freude über Jesus aus? Zu Hause bei mir habe ich zwei Feuermelder in meinem Haus installiert. Da ist es so, da muss ich alle halbe Jahr hingehen und muss da so mal drauf drücken, weil dann weiß ich, ob die Batterie noch an ist oder aus ist. Da kann man überprüfen, ob das Ding noch funktioniert. Ist die Batterie nicht mehr voll, ist das nicht intakt, dann taucht das nichts. Dann kann das zwar der beste Feuermelder sein, aber dann wird er mir nichts mehr nützen. Und genauso ist es im Glauben. Da müssen wir uns selber überprüfen. Wir haben jetzt nicht irgendwie einen Knopf, wo wir drauf drücken, aber wir können uns reingucken. Da möchte ich fragen, hast du Freude? Wenn du keine Freude an Jesus Christus hast, bist du wie ein Feuermelder ohne Batterie. Dann bist du nutzlos. Ein Christ ohne Freude, den kannst du auch vergessen für einen Dienst. Das ist das ganz Wichtigste, das wollen wir lernen, dass wir Freude haben. Und nochmal, ich möchte dich bitten, überprüf dich das selber. Und wenn deine Antwort Nein ist, dann kann ich dir nur Mut machen, geh in die Seelsorge. Du darfst gerne zu dem Pastor dieser Gemeinde kommen, du darfst gerne zu einer anderen Schwester, zu einem Bruder, das ist vollkommen egal. Aber bitte, dann lass dir helfen. Geh zu Gott im Gebet und bitte ihn, dass er dich neu füllt mit dem Geist, dass er dich erfüllt mit seiner Freude. Und das vielleicht als kleiner Tipp, vielleicht gibt es hier irgendwelche Sünder, an der du festhältst, die dich momentan blockiert, dass der Heilige Geist in dir wirkt. Prüf dich da mal. Das ist meistens sehr häufig so, wenn Leute als gestandene Christen keine Freude spüren, dann ist es irgendwelche Sünder, an der sie festhalten und deshalb ist so ein bisschen der Heilige Geist blockiert. Und da kann man Abhilfe schaffen. Aber bitte prüf dich, hast du Freude, ja oder nein? Weil Nachfolge Jesu Christi hat immer mit Freude zu tun. Je näher du bei Jesus bist, je stärker der Geist in dir ist, desto mehr Freude hast du halt, so wie eben die Weisen hier, die bei Jesus angekommen sind und hoch erfreut sind. Ein drittes, was wir für unseren Glauben lernen können an den Weisen, die Anbetung Jesu. Da kommen diese gestandenen Männer, ob es nun 3, 4, 12 oder wie viele auch immer waren, zum Stall, finden das Kindlein in diesem erbärmlichen Stall vor dieser jungen Frau, die nichts darstellt. Und was machen die? Die fallen nieder und beten diesen Säugling an, weil es der König aller Könige ist. Anbetung. Auch das ist ein Motiv, das immer und immer und immer und immer wieder in der Bibel gesagt wird. Wo Menschen Jesus begegnen, merken, das ist der Sohn Gottes. Da fallen sie vor ihm nieder und beten ihn an. Anbetung ist etwas ganz Wichtiges. Und das habe ich der Gemeinde schon häufig gesagt. Ich werde das heute nochmal wiederholen. Die wichtigen Dinge, die muss man immer wiederholen. Vergesst die Anbetung Jesu nicht. Das Bitten muss ich euch nicht erklären. Das tun sie alle, auch die Nichtchristen halt. Nicht, bitte lieber Gott, gib mir, bitte mach, bitte, bitte, bitte. Das ist, dürft ihr auch, gar keine Frage. Das Danken wird schon weniger, auch das ist wichtig. Aber bitte vergesst nicht die Anbetung. Das ist was anderes als Danken. Danken hat zu tun mit dem, was zurückliegt. Also danke, Herr, für all die Wohltaten, die du mir gegeben hast. Danke für die Behütung in der gefahrvollen Situation. Danke für die Heilung von der Krankheit. Danke, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du mich erlöst hast. Das ist alles zurückliegend. Anbetung, also der Lobpreis, ist etwas Gegenwärtiges und Zukünftiges, eine Verherrlichung. Das ist wie der junge 20-jährige verliebte Mann, der erste Mal ein Mädchen erkannt hat, die Liebe erwidert und er schreibt einen Liebesbrief und schwärmt über die, wer weiß, wie wunderbar sie ist. Und das muss Teil des Glaubens sein. Anbetung, das ist überhaupt sogar das Wichtigste. Wenn wir eines Tages in der Herrlichkeit sind, im himmlischen Jerusalem, da werden wir nicht mehr bitten, da werden wir nur noch anbeten mit den Engeln. Weil wir dann in der Gänze die Fülle Gottes sehen, diesen herrlichen, lebendigen Gott in Jesus Christus, den König aller Könige, den Herrn aller Herren. Da bleibt uns nichts mehr anderes als ein Automatismus, dass wir den anbeten. Und auch das ist wichtig, nicht deshalb tun, weil jetzt Pastor Latzel das gesagt hat, so nach dem Motto, oh, jetzt muss ich nochmal 5 Minuten mehr beten jeden Tag, muss da noch so ein Anbetungselement reinknallen. Nein, das muss ein Automatismus sein. Deshalb habe ich das gesagt mit dem verliebten Mann. Der kann gar nicht anders als seine Angebeteten, in Anführungszeichen halt nicht, seinen Lobpreis bringen. Und so muss es auch sein, wenn wir eine lebendige Beziehung zu Jesus haben, wenn der Glaube in uns stark ist, dann bricht das aus uns raus. Da können wir gar nicht anders als diesen Jesus Christus loben und preisen und ihm die Ehre geben. Er ist der König aller Könige. Und wenn man einem König begegnet, das war im Altertum in der Antike so halt, nicht? Da ist man vor dem niedergefallen, um zu zeigen, ich bin nichts, du bist alles, du bist der Herr. Jetzt müsst ihr euch nicht auf den Boden schmeißen zu Hause in euren Wohnzimmern, das müssen wir nicht tun.
Aber im Geist müssen wir diese Haltung haben, im Herzen, dass wir sagen, du bist alles, ich bin nichts und ich bete dich an, dich, den Allergrößten, Heiligen Halt, den König aller Königen. Und das können wir an den Weisen hier aus dem Morgenland lernen. Die beten an. Da wird es nicht besonders sauber gewesen sein, dort in diesem Stall, wo die Tiere hingemacht haben, halt, da hat vermutlich keiner gefegt. Aber sie haben Jesus gefunden. Und da gibt es für die nur eins, hinschmeißen, anbeten, dem die Ehre geben. In unserem Gottesdienst haben wir ja diese liturgischen Elemente, da muss man immer den Konfirmanden erklären, warum denn dieses, warum denn jenes, wenn man so den Gottesdienstablauf bespricht. Und dann ihnen zu erklären, ist das ganz wichtig ist, dass wir jeden Sonntag dieses eine Element haben, wo wir singen gemeinsam, Ehre sei Gott in der Höhe. Dass wir wirklich einen Moment der Anbetung haben, wo wir den Heiligen ehren, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Anbetung Jesu lernen, etwas ganz Wichtiges für unseren Glauben, das ist das Dritte, was wir lernen dürfen. Ein Viertes, was wir an den Weisen für unseren Glauben lernen dürfen, ist der persönliche Einsatz für Jesus. Das sind beeindruckende Männer, egal wie viel sie es gewesen sind, woher sie nun genau kamen, beeindruckend in dem, was sie für Jesus tun. Als Erstes haben sie mal Lebenszeit geopfert. Egal, wo die aus dem Morgenland hergekommen sind, das sind mehrere Monate gewesen, die sie diese Reise gekostet hat, bis nach Israel zu kommen. Und den Weg müssen sie nochmal zurück machen, also vielleicht können wir da auch von einem Jahr oder anderthalb Jahren sprechen. Das hat sie erstmal Lebenszeit gekostet. Aber weil sie so angesprochen sind, tun sie das. Sie investieren was für Jesus. Lebenszeit. Sie haben, das ist ja auch klar, damit ihre Familie verlassen. Die haben nicht gesagt, ich kann nicht mitkommen, weil meine Mutter irgendwie Zahnschmerzen hat oder meine Ehefrau wieder mal Migräne oder meine Kinder müssen gerade Abitur machen. Die sind losmarschiert, als der Stern da war. Sie haben Einsatz für Jesus gebracht, nicht auf die Familie, nicht auf die Umstände zu Hause geguckt. Sie haben ihre Komfortzone verlassen. Das ist so das Nächste. Ich weiß nicht, wie ihre Lebensumstände waren, aber die waren sicherlich angenehmer, luxuriöser als das, was sie auf der Reise erleben mussten. Wer ein bisschen eine Vorstellung von dem hat, wie damals Zustände waren, damals in der Antike, der weiß, dass das eine ganze Menge an Aufgabe gewesen ist, wenn sie sich auf so einen beschwerlichen Weg gemacht haben. Und, das ist das Letzte, sie haben eine Menge Geld investiert. Also die Reise als solches hat natürlich Geld gekostet, die konnten natürlich ihrem Beruf nicht nachgehen, das hat gekostet, die Unterbringung, wo die geschlafen haben und nicht nur das, sie bringen ja noch Geschenke mit. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Ganz kostbare Dinge. Und die stellen sie da in diesem dreckigen Stall vor die Kreppe einfach ab. Verschenken sie. Also die haben persönlichen Einsatz gebracht. Richtigen Einsatz für Jesus Christus. Und ich weiß nicht, wie das so in ihrem Dorf, ihrer Stadt angekommen ist, als sie sich da auf den Weg gemacht haben. Da haben sicherlich ein paar von ihren Bekannten aus der Familie gesagt, ja, die haben sie doch nicht mehr alle. Was soll denn jetzt dieser Blödsinn? Was bringt denn dieser Einsatz? Kennen wir als Christen ja auch immer wieder. Ja, was bringt denn das? Warum machst du denn so einen Blödsinn? Das ist von Menschen, die ihr Leben nur aus der Diesseitigkeit betrachten. Aus der Diesseitigkeit betrachtet macht vieles keinen Sinn, was wir Christen tun. Aus der Jenseitigkeit betrachtet ist das eine ganz andere Sache. Und das wollen wir immer tun. Wir wollen unseren Einsatz für Jesus nicht aus der Diesseitigkeit her betrachten und verstehen. Da gehen viele Rechnungen nicht auf. Lasst uns aus der Jenseitigkeit sehen. Und glaubt mir, alles, was ihr einsetzt für Jesus Christus in dieser Welt, das werdet ihr reichlich vergolten bekommen. Unser Herr spricht davon von hundertfacher Vergeltung. Er spricht von den ewigen Schätzen, die wir uns sammeln dürfen, für Einsatz für ihn in dieser Welt. Er spricht aber auch davon, dass alles, was irdisch ist, keinen Bestand hat. Und da sind die Weisen ein Vorbild. Die setzen sich ein. Die bringen Einsatz. Und ich bin immer wieder beeindruckt von Männern und Frauen, die Einsatz für Jesus bringen und nicht auf ihr Leben, nicht auf ihr Geld, nicht auf ihre Familie gucken. Ich möchte euch heute Morgen dieser Predigt erzählen von einem Pastor aus dem Iran, Pastor Nadar Kahani. Nadar Kahani ist ein relativ bekannter Pastor. Er ist zum Glauben gekommen und weil er zum Glauben gekommen ist und dann Christ wurde, sich ja taufen lassen, ist er 2010 zum Tode verurteilt worden. Er ist inhaftiert worden, das ist im Islam so. Der Islam ist keine menschenfreundliche Religion. Und der Islam ist nicht der andere Teil von Jesus, wie uns der Spiegel in der gestrigen Ausgabe klar macht. Der Islam fordert Unterwerfung. Und da, wo der Islam klar umgesetzt wird, kommt es eben dazu, dass Menschen, die konvertieren vom Islam zum Christentum, umgebracht werden.
dass es in zahlreichen muslimischen Ländern sind. Und dieser Pastor Nadarkhani wurde zum Tode verurteilt. Dann haben Gott sei Dank viele Menschen in Deutschland protestiert. Und nach 2 Jahren wurde er aus der Haft entlassen. Er wurde nicht umgebracht. Aber nur, weil eben in Deutschland und anderswo in Europa eine Öffentlichkeit da war. Aber jetzt im Sommer ist er wieder verhaftet worden, weil er einen Hauskreis gegründet hat. Er ist mittlerweile Pastor geworden. Nach seiner Bekehrung ist Pastor geworden und hat einen Hauskreis gegründet. Und jetzt hat man ihn im Herbst zu 10 Jahren Strafarbeit, Straflager verurteilt. Einen anderen Bruder, Reza Umidi, noch dazu. Nur weil sie einen Hauskreis gegründet haben. Und nach den 10 Jahren werden sie nochmal 2 Jahre in Verbannung verbringen dürfen. Sie haben ihn auch in das äußerste Gefängnis im Iran gepackt, 2000 Kilometer weg von seiner Familie, dass die ihn ja nicht besuchen können. Einsatz für Jesus. Das ist jemand, der wusste ganz genau, er hatte ja schon mal das Todesurteil, was es bedeutet, wenn ich für Jesus weiter aktiv werde. Und hat er nicht gesagt, ich fahre mal alles runter und behalte das alles mal für mich, sondern der ist weiter rausgegangen, hat von Jesus erzählt, hat versucht, anderen Menschen die Botschaft zu bringen und Menschen, die Jesus kennen, zu stärken im Glauben. Und es hat ihn jetzt 10 Jahre im Iran im Straflager eingebracht. Da hat jemand seine Komfortzone verlassen. Da hat er nicht auf seine Familie geguckt, nicht auf die finanziellen Einbußen, sondern ist für Jesus da. Und da habe ich mich gefragt, was machst denn du eigentlich jetzt zu Heiligabend 2017 in deiner Komfortzone? Was kannst denn du eigentlich bewegen für diesen Bruder? Was kannst du denn machen in deiner Komfortzone, wo du mal 5 Minuten vielleicht opferst und du, Olaf Latzel, hingehst und haust mal eine E-Mail rein an den iranischen Botschafter? Versuchst mal ein paar Leute zu bewegen, dass wir uns einsetzen für diesen Bruder. Wir wollen eins nicht vergessen. So ist es am Leib Christi. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Da habe ich mir gedacht, ich muss ein Stück weit raus aus meiner Komfortzone. Ich muss diesem Bruder helfen. Ein Ding ist, dass ich heute Morgen über ihn spreche und predigen darf und euch aufrufen möchte, als Gemeinde, auch zu diesem Heiligabend mal ein bisschen die Komfortzone zu verlassen. Ich weiß, ihr seid schon alle durchgetaktet, ihr habt schon so viele Termine, da kommen die Kinder, da muss man zu den Nachbarn, da ist das und jenes noch zu machen, da muss die Gans in den Ofen geschoben werden. Das sind alles Komfortzonenprobleme. Aber da sitzt ein Bruder im Gefängnis im Iran. Und ich möchte euch bitten, opfert 5 Minuten, opfern in Anführungszeichen, opfern, das werdet ihr im Himmelreich Gottes belohnt bekommen. Schreibt eine E-Mail an den iranischen Botschafter in Berlin. Der heißt Majedi, Botschafter Majedi, und die Adresse ist die Podbielski-Allee 67 in 14195 Berlin. Könnt ihr nachlesen, auch im Internet. Die Evangelische Allianz hat auch über diesen Pastor geschrieben, und da sind auch die Adressen drauf. Könnt aber auch gerne euch bei mir melden oder im Gemeindebüro melden. Bitte, verlasst mal für einen kleinen Moment Heiligabend und Weihnachten 2017 die Komfortzone und setzt euch für diesen Bruder ein. Denkt mal andersrum. Wir würden im Gefängnis sitzen, zu 10 Jahren verurteilt. Wir wären ganz allein und niemand würde sich um uns kümmern. Und dann würden aus Iran Brüder und Schwestern schreiben und sich für uns einsetzen und betet auch für ihn. Die Weisen zeigen uns, was wirklicher Einsatz ist. Und der ist von uns, wo wir hier im Westen so wunderbar eingerichtet sind, halt nicht verlangt. Aber wir scheuen uns schon manchmal, das Wenige nur für Jesus Christus zu tun. Und da mögen uns die Weisen ein Vorbild sein, dass wir uns wirklich einsetzen für die Sache Jesu Christi. Auch wenn es nicht unsere eigene ist, sondern für andere Brüder und Schwestern. Das ist das Vierte, was wir lernen dürfen, den Einsatz, den persönlichen Einsatz für die Sache Jesu Christi. Und ein Fünftes und Letztes, was wir lernen dürfen, an den Weisen den Gehorsam gegenüber Gottes Wort zu lernen. Die Weisen kriegen von dem politisch Mächtigen im dortigen Gebiet einen klaren Auftrag. Herodes sagt ihnen, wenn ihr ihn findet, dann kommt zu mir zurück. Auch ich will hingehen. Der will auch hingehen, aber nicht alleine mit seinen Leuten. Der will Jesus umbringen lassen. Der hat seine eigenen Kinder massenweise umbringen lassen, weil er Angst hatte, seine Söhne würden ihm den Thron streitig machen. Ein Mann, an dessen Händen Blut über Blut geklebt hat. Jetzt hört er da von irgendwelchen Ausländern, da kommt ein neuer König. Er forscht auch nach und weiß, irgendwas ist da dran. Er kennt ja so ein bisschen die Schriften des Alten Testamentes. Den will er umbringen lassen. Diesen Jesus. Und gibt ihnen deshalb den Befehl, wenn ihr ihn gefunden habt, kommt zu mir zurück. Und dann kommt Gottes Befehl, nachdem sie bei Jesus waren. Und Gott sagt den Botschaftern, nicht der Politik zu gehorchen, sondern ihm, dem lebendigen Gott. Nicht das zu tun, was Herodes gesagt hat,
sondern das, was Gott ihnen dann offenbart, nämlich einen anderen Weg zu gehen. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir lernen können an ihnen, dass wir nicht auf das zu hören haben, was uns Gesellschaft, Familie, Politik einflüstert, sondern nur auf das zu hören, was Gottes Wort sagt. Nur dann sind wir Familie, Gesellschaft und Politik zu Gehorsam verpflichtet, wenn es mit Gottes Wort übereinstimmt. Wenn das nicht tut, dann sind wir diesem Gehorsam nicht mehr schuldig. Da müssen wir die Wege Gottes gehen und nicht die Wege, die uns andere Menschen leiten. Wir schauen da immer wieder mit großer Hochachtung auf die Menschen, die das getan haben, auch zu schweren Zeiten in unserem Vaterland. Ich denke da an einen Mann im Dritten Reich, einen Lehrer, ganz einfacher Mann, Georg Maus. Der war in Düsseldorf Lehrer, von 1934 an Mitglied der Bekennenden Kirche und hat immer wieder klar das Evangelium vertreten, hatte Glück gehabt, dass er lange Zeit von seinem Direktor gedeckt wurde, der vieles einfach da nicht weitergegeben hat. Aber es kommt dann schließlich zum Ende des Krieges, zum Eklat, als ihn eine Schülerin fragt, Anfang 44, ob es denn auch so sei, dass man die Engländer lieben sollte, die die Bomben auf Deutschland schmeißen, oder ob es richtig sei, wie der Propagandaminister Goebbels gesagt hätte, man müsste die Engländer hassen und bekämpfen. Da wird ein Lehrer gefragt. Und dieser Lehrer Maus hat immer wieder im Unterricht gesagt, Petrus habe nicht vor dem Hohen Rat versagt, Petrus habe vor der Magd versagt und damit gesagt, wir müssen auch vor unseren Schulkindern klar stehen und dort nicht versagen. Und dann sagt er dort vor eben seinen Schülern, nein, man muss auch die Feinde lieben, man muss auch die englischen Bomberpiloten lieben. Nichts anderes, einfach nur klar das Evangelium. Nicht irgendwie an Hitler gezweifelt, am Enzig, sondern nur gesagt, die Feindesliebe stimmt. Daraufhin wird er angezeigt, wird von Volksgerichtshof geschleppt und wird zu KZ-Haft verurteilt, in der er schließlich stirbt. Warum? Weil er gesagt hat, dass das Gebot der Feindesliebe stimmt. Nicht mehr, nicht weniger, aber das hat ihn das Leben gekostet. Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Nicht, dass so ein bisschen dann akzeptiert, was die Mächtigen gesagt haben und da sich irgendwie arrangiert, sondern einfach nur klar gesagt, was stimmt vom Wort Gottes aus und was stimmt nicht. Und dazu sind wir auch gerufen in dieser Welt, in unserer Familie, in dieser Gesellschaft, wenn wir als Demokraten in dieser Stadt und in diesem Land den Mund aufmachen. Nicht auf das hören, was uns Menschen einflüstern, wenn die sagen, Homosexualität ist keine Sünde. Nicht auf das hören, wenn uns die Gesellschaft sagt, ja, aber betet doch alle zu demselben Gott. Nicht das befolgen, wenn uns Leute sagen, ja, sonntags muss man doch nicht in Gottesdienst gehen, der steht doch zur freien Verfügung der Menschen. Da wollen wir klar zu Gottes Wort stehen. Wir können das Gott sei Dank noch. Wir werden nicht vor irgendein Gerichtshof, noch nicht geschleppt. Noch können wir das machen, aber ich erlebe leider so eine ganz große Furcht bei vielen Christen, die immer wieder gucken auf ihre Nachbarn, auf ihre Arbeitskollegen, auf ihre Ehefrauen, auf die politisch Mächtigen halt in diesem Land halt nicht. Und dann werden die Kompromisse gemacht. Da ist man nicht treu dem Wort Gottes gegenüber, sondern werden die Rückwärtsgänge eingelegt. Wir haben heute den Losungsvers aus Jeremia 35, da heißt es, Gott spricht da anklagend zum Volk Israel. Ich habe euch immer und immer wieder gerufen mit Eifer, aber ihr gehorchtet nicht, ihr wart ungehorsam. Das ist Gott ein Gräuel. Man kann Probleme kriegen in dieser Welt, wenn man klar zum Wort Gottes steht. Gar keine Frage. Aber glaubt mir, wir haben viel, 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 viel größere Probleme, wenn wir nicht dem Wort Gottes gehorsam sind. Und ich möchte uns dazu aufrufen, dass wir sind wie die Weisen. Dass wir nicht die Wege gehen, die uns die Welt heißt zu gehen, sondern dass wir die Wege gehen, die uns Gott in seinem Wort offenbart. Dass wir das tun, was er uns sagt, und dazu treu bleiben, auch wenn es heißt, in Opposition gegen die Welt zu stehen. Das wollen wir lernen, dass wir allein dem Wort Gottes gehorsam sind. An den Weisen den Glauben lernen, 5 Punkte. Erstens, an den Weisen das Nachgehen der Botschaft lernen. Zweitens, an den Weisen die Freude an Jesus lernen. Drittens, an den Weisen die Anbetung Jesu lernen. Viertens, an den Weisen den persönlichen Einsatz für Jesus lernen. Und fünftens, an den Weisen den Gehorsam gegenüber Gottes Wort lernen. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben und deinem Glauben segnen. Amen.